zu Pokémon Blattgrün. Ein Thermalbad soll heilende Wirkung haben, sagt man. Das ist mal, sind wir irgendwie über dieses Thermalbad gestolpert, was in der Gluttherme liegt. Und natürlich ist man, das ist sehr geschickt, wir sind in der Nähe von einem Vulkan, ähnlich wie in Höhen. Es gibt halt keinen Encanto, deswegen haben wir das hier wieder eingebaut. Da kann man schon die ganzen Teils, die man hier hat, verwerten und hat so mehr Gebietsvariation. Das ist ziemlich cool. Sieh in mein Gesicht. Siehst du, wie glatt meine Haut ist? Ich sehe viele Falten. Aber das Wasser vom Thermalbad hält meine Haut zu jung und straff. Oh, ja, das ist bedauerlich. Thermalbäder und Vulkane gehören zusammen. Die Glutherme hier habe ich vor Jahren errichtet. Ich habe das Becken mit meinen Händen aus einem riesigen Stein geformt. Heißt du zufällig Chuck Norris? Nein. Ich habe aber damals das hier benutzt. Ich denke, ich kann mich davon trennen. Achso, brauchst du es nicht mehr. Nö. Damit pulverisierst du Felsen, als wären sie aus Pappe, aber nö. Das haben, du hast es deinem Pokémon schon beigebracht. Moment, war die Rede von Pokémon? Ja, was? So. Kleines Problem, ich habe Krabby nicht dabei. Krabby kann Zertrümmerer lernen. Ich bin mir nicht sicher, ob Mauzi das kann. Und ihr seht, ich meine, ich kann ihn nicht wechseln. Immerhin ist es hier noch eine VM. Erst ab Generation 4 hat es seinen VM-Status verloren. Nee, Generation 5. Nicht zufrieden. Das Ding hat 20 Stärke, ja? 20. In Generation 4 wurde es auf 40 Stärke erhöht. Trotzdem werde ich keinem meiner Standard-Pokémon einen Move mit 20 Stärke beibringen. Mein Lieblingsteil vom Baden kommt jetzt gleich. Ich genehmige mir eine säumige Fischsuppe, um mich auch von innen aufzuwärmen. Okay, aber ich hoffe nicht hier im Bad. Das Wasser ist schön warm. Genau richtig klasse. Okay, und das Team fühlt sich erfrischt. Ah, oh, das ist himmlisch. Das Wasser wärmt mich überall. Spring auch rein. Schwimm in die Mitte, entspannen und ihr wird ganz wollig warm. Ja, ich glaube, ich brauche nicht mit einem alten Mann zu baden. Das ist sehr komisch. Ich geh mal. Ja. Aber ja, also das stelle ich mir wirklich richtig episch vor. So, ich meine, wenn das halt von Vulkan gewärmt wird, hat das so eine wunderschöne natürliche Wärme. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das hier sehr cool ist. Also wie gesagt, lustig, dass sie die ganze Idee von Badlaverstadt hier nochmal neu benutzt haben oder verarbeitet haben, weil Badlaverstadt liegt ja unter dem Schlotberg. Und dort können sie sich dann praktisch auch in diese heiße Quelle reinigen, wobei die etwas kleiner ist und die nicht unbedingt im Vulkan drin liegt. Wobei man sagen kann, wir haben einfach die Stadt darum errichtet, das ist schon möglich. Aber Fakt ist, wenn der Vulkan hier ausbrechen sollte, sind beide sowas von einem Eimer. Aber ein Vulkanausbruch in Pokémon wird wohl eher nicht passieren. Wäre aber eigentlich mal cool. Weil ich meine, wir hatten erst einen richtig aktiven Vulkan und das war nur in Schwarz 2. Der Vulkan. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß. Aber der war definitiv erloschen in Schwarz 2. Das hat man genau gesehen, während er in Weiß 2 durchaus noch Aktivität beherbergt hat, die durchaus hätte gefährlich werden können. So, Level 19 Tetara, ich habe keine Ahnung, das habe ich jetzt schon öfters gemeint. Warum? Ich meine, wenn man sich davor das Level, also ich habe gesagt, Tetoxa kann bis Level 40 gehen. Warum? Ich meine, klar, es macht irgendwie Sinn, aber halt irgendwie ist es halt auch unnötig. Apropos unnötig, ich sehe da jemanden, der sehr unnötig ist. So, jetzt habe ich dich. Weil man... Ja, man kann nicht schneller als ein Schwimmer schwimmen. Das ist, wenn man mit seinem Surf-Pokémon unterwegs ist. Sondern wird man immer limitiert. Ich habe übrigens seit dem letzten Mal wirklich nachgeschaut jetzt nochmal. Und das, was ich ja manchmal gesagt habe, war richtig. Zunächst mal das Pokémon, was ich gesucht habe, ist wirklich Hydreigil. Aus Generation 5. Der Entwicklung von Laukaps. Das ist auch schnell. Schneller als... Alle dachte, sind aber tatsächlich nur... Der hatte gestörte Basis von 150. Ich weiß gar nicht, warum ich dem überhaupt noch Agilität gegeben habe. Weil ich habe... Also, ich meine, allein durch die paar EVs, die er da schon hat, müsste der sowieso schon davon rasen. Wieder der sau schnell. Die einzigen, die schneller sind, sind... Wie gesagt, Speed Deoxys und Ninjask. Das sind die einzigen, die noch schneller sind. Und Ninjask habe ich ja damals tatsächlich auch benutzt in Pokémon Rubin
Also Omega Rubin, wo ich ja eigentlich den Atom verwenden wollte, aber es einfach nicht möglich war, weil... Ja... Die Attacken waren jetzt schon einfach mittlerweile zu groß. Ist vielleicht werde ich irgendwann mal versuchen, Ninja-Tom zu benutzen in Rubin, Saphir oder Smaragd. Denn da gab es doch nicht so viele unterschiedliche Attacken. Und das Problem ist, dass auch die Gegner das haben, was ich ja eigentlich gut finde. Aber so hatten sie halt immer was im Ärmel, mit dem sie Ninja-Tom sehr effektiv treffen konnten. Und er war tot. Und er selbst hatte einfach keine Chance, die anderen umzubringen, weil er viel zu wenig Attacken hatte. Also es war einfach so sau ungeschickt. Das... Ja. Dass das... ziemlich schwierig war. Also wenn ihr das gesehen habt, werdet ihr euch wahrscheinlich noch dran erinnern. Soweit. Aber ja, also von daher, der ist einfach besser, aber komplett wahnsinnig. Was, wie gesagt, vielleicht an seiner, ja, seinen Flügeln liegt, seinem prähistorischen Startzelle, damals eben viel schneller sein musste. Beim Tyrannosaurus Rex ist es ja auch immer die Diskussion. Also, ich meine, als ich aufgewachsen bin damals noch, hieß es noch, ja, der Tyrannosaurus Rex war sau schnell. Der konnte irgendwie so schnell wie ein Bus rennen oder so. Oder wie zwei Busse, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, er war schnell. Und dann hat man aber gesagt, ja, okay, eigentlich ist das Gewicht viel zu viel, was er tragen müsste, um wirklich rennen zu können. Und er hat keine Arme, mit denen er die Gegner angreifen kann. Neue Theorie, er war Aasfresser. Und diese Theorie war, die war damals sehr unpopulär. Einfach weil, komm, T-Rex war das Coolste, was es für kleine Kinder gab. Und der sollte plötzlich ein Aasfresser sein und kein Jäger. Das war schwer zu akzeptieren. Wobei natürlich auch seine Größe dann auch irgendwie sehr merkwürdig erscheint. Warum sollte man so einen riesigen Aasfresser haben? Aber trotzdem... Und dann hat man doch gesehen, ja Moment, aber in seinen Beinknochen... Ich weiß nicht genau, wie es war, aber ich glaube, die waren innen drin hohl. Sodass er, wenn er läuft, Luft darin speichern kann und so doch sehr schnell sein kann. Also, es ist eine ewige Diskussion. Aber ich glaube, der letzte Stand ist tatsächlich, dass der Tyrannosaurus Rex doch sehr schnell war. Und so ähnlich könnte es auch ja bei Aerodactyl sein, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass seine Knochen hohl sind und das eben eine... unglaubliche Geschwindigkeit verleiht. Also, kann schon sein. Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwas dran sein könnte. Aber gut. Ihr seht, wir sind... Also, wir haben ein paar neue Wasserrouten bekommen. Und das ist natürlich auch etwas, was diese Islands ausmacht. Wasserrouten kommen hier immer wieder zwischendrin vor. Und sind... finde ich auch nicht schlecht gemacht. Klar, sie sind kürzer als die einzelnen Wasserrouten, die man haben. Und ich bin ja jetzt auch niemand, der Wasserrouten so gerne macht. Wobei ich sagen muss, in Omega Rubin einfach so viel waren sie gar nicht so schlimm, weil einfach viel, viel weniger Pokémon auf dem Wasser erscheinen. Aber hier hätte ich jetzt nicht gerne so viele Wasserrouten gehabt, vor allem nach Rubin, Saphir und Smaragd. Aber man hat's doch wirklich gut hinbekommen, hier die Balance zu halten, weil es eben immer nur ein bisschen Wasser ist. Stell dir vor, dieser Vulkan würde ausbrechen. Die Eruption wäre unser Ende. Ist das nicht erschreckend? Während uns die Knie schlottern, könnte ich einem Pokémon Explosion leeren. Nee, brauche ich nicht. Oh ja, genau, du hast recht, das ist zu erschreckend. Gut, ich kann aber im Moment, kann ich hier so oder so nicht weiter, da mir Stärke fehlt, aber... Hier drüben, wir sind jetzt kam, okay? Schatz, über den die Vorstände reden, muss hier irgendwo sein. Was soll ich? Du bist weg, verpiss dich, Mann! Oh, ist ja gut, ich gehe ja. Also von daher kann ich hier eh noch nicht viel machen. Weil es mit dem PC ist halt wirklich gemein und... Wenn ihr euch in Pokémon Feuerrot erinnert, da war ja damals die Idee da, dass man praktisch... Also das Spiel versucht ja alles, um zu verhindern, dass man irgendwo gestrandet werden kann und nichts mehr hat. Also das Spiel ist da wirklich extremst hinterher, würde ich mal sagen, aber was zu erzielen, was das Ganze ja einigermaßen ja möglich macht. Ich habe zum Beispiel gehört, dass man VM-Attacken vergessen lassen kann, dass man jederzeit auf seine Box zugreifen kann, aber es gibt Möglichkeiten, wie man gestrandet werden kann. Nämlich, wenn man hier ist, kein Geld hat, nicht surfen kann oder kein Pokémon zum Surfen hat
kann man sich auch keine Pokebälle holen, damit man irgendwie ein neues Pokémon fangen kann, was dann Surfer kann. Ich meine, die Sache ist natürlich die, ja, wenn man dann hier gegen die Trainer kämpft, wird man schon genug Geld haben, um diese Pokémon fangen zu können. Das geht dann schon, sage ich mal. Da kann man auch surfen. Aber es ist schon möglich. Es ist auch auf der Zinnober jetzt möglich. Wenn man sein ganzes Geld ausgibt, dann alle Pokémon wegwirft oder praktisch freilässt, außer ein einziges, hat man kein Geld mehr. Kein Pokémon, das fliegen kann, kein Pokémon, was surfen kann. Man ist gefangen und man kommt nie wieder runter. Also es geht schon. Aber man muss es wirklich aktiv versuchen zu erreichen. Und dann steckt man das Spiel fest und kommt nie wieder weiter. Und das ist nicht übertrieben, sondern es geht da wirklich nicht. Okay, ich heile mich mal kurz. Und dann geht es weiter zu Island 2. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gemacht. Aber wir müssen uns jetzt erstmal mit der... ja, mit dem kurzen Umschauen zufrieden geben. Ich hätte wirklich gerne Krabi im Team gehabt. Aber ich meine, ich muss mich entscheiden, entweder 5 meiner Teammitglieder... und dann habe ich ein bisschen Variation und die Möglichkeit, Kraftreserve zu finden oder nicht. Und ja, ich habe mich dann eher dafür entschieden. Achso, das wird der. War gerade schon, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Kit geredet habe, aber ja. Und ihr seht, Island 2 ist eh nicht sonderlich groß. Von daher können wir das ganz schnell erledigen. Oh, hi, wohin soll es gehen? Zu einer anderen Insel. Oh, Island 2! Ja, auch wenn es unkreativ ist. Gut, Tempo 2! Wow, ihr habt es hier irgendwie mit den Zahlen. Kann das sein? Ich meine, gut, ihr könnt alle zählen. Das ist ja schon mal ein riesiges Glückwunsch an euch. Achtung, starke Strömung. Angeln und Surfen verboten. Ach so? Die Strömung ist so stark. So viel kann ja nicht eingesetzt werden. Wow. Aber man sieht es immerhin einigermaßen. Man kann es ganz gut hier darstellen. Am Kap lebt eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet Pokémon ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Und das glaube ich, dass du es merkwürdig findest. So. Kann Mauzi zerschneider? Beziehungsweise Salia kennt. Das ist jetzt eine interessante Frage. Ich kenne mich mit diesem Fallenstamm nicht so genau. Ist gut, dann kann ich wenigstens mir das hier schon mal holen. Kratzer kann man vergessen lassen. Ich glaube, Zerschneider 35 Stärke oder so. Ich glaube, Kratzer auch. Also das gibt sich nicht viel. Und ich werde es Mauzi in dem Kampf einsetzen. Das hätte ich schon längst eine Billigkeit entwickelt. Also soll mich das jetzt nicht weiter stören? Ja, möchte ich. Genau. Dankeschön. Und hier haben wir einen Beleber. Okay. So, wunderbar. Wie sagt man, Junge? Wunderbar soweit. Das können wir uns auch im Pokémon Center umschauen und bekommen, was richtig... Ja gut, ich möchte jetzt noch nicht zu aufgeregt werden, weil das noch etwas trickreich ist. Aber ich kann schon mal verkünden, dass es auf dieser Insel, auch wenn es nicht so groß ist, was Cooles gibt. Auf Island 2 leben nicht viele Menschen. Es gibt da eine alte Dame, die draußen am Kap wohnt, die irgendwie jeder kennt. Sie ist schon immer da gewesen, deswegen kennt sie jeder. Ja, ich hab's gecheckt. Warst du schon in der Spielhalle? Du solltest nicht allein dorthin gehen. Nimm einen Freund mit, damit er auch süchtig wird und auch Geld da liegen lässt. Oh. Ich meine, ganz ruhig, ja. Jetzt werde ich nicht übertrieben süchtig, ne? Island 2, ein Paradies für zwei. So lustig, wie sie dieses Kaff versuchen irgendwie anzupreisen. Dieser Mann dort ist von Busmania City hergezogen. Er hat mit seinem kleinen Bruder einen Laden aufgemacht. Ich weiß nicht, ob er sich bewusst war, worauf es sich einlässt. Oh doch, schon, oder? Hallo, willkommen in meinem Laden. Wir hatten erst vor kurzem unsere Eröffnung. Was sag ich, aber das Kleine, aber ich hoffe, du hast... Aber ich hoffe, du findest etwas für dich. Ja. Es ist wirklich klein. Wir haben einen Superball mehr am Tapwasser. Das ist schon sehr enttäuschend. Ich nehme vielleicht 5 Tafelwasser. Aber im Laufe der Zeit werden hier richtig coole Sachen dazukommen. Man versucht sich hier ein bisschen zurechtzuwursteln. Ich komme da vielleicht noch zu. Boing, boing, hast du schon das Sprungspiel ausprobiert? Die Pokémon, die daran teilnehmen, boing. Einige machen boing. Andere machen boing. Wusstest du das? Boing. Ich glaube eher, du bist ein Pokémon irgendwie und heißt Boing oder so. Ich bin der Pokémon-Attacken-Maniac. Okay. Ich kenne jede Attacke, die Pokémon mit dem Levelanstieg erlernen.
Ich bin auch ein Pilzsammler. Gib mir zwei Mini-Pilze oder einen Riesenpilz. Darauf bringe ich an deinem Pokémon eine Attacke bei. Ja, das haben wir natürlich nicht. Das sind Sachen, die man auch zufällig bei Pokémon findet, was fies ist, also als Item. Was fies ist, weil hier ist das einzige Spiel, wo man dafür nicht eine Herzschuppe braucht, sondern eben Mini-Pilze und Riesenpilze. Dafür sind die hier nützlich. Sie sind sonst nur in Generation 5 nützlich und ansonsten weiß ich, warum die eigentlich existieren. Aber ja, die findet man so selten, dass es einem im Prinzip wenig bringt. Entertainment und Snacks. Action pur in der Spielhalle. Ja, diese Spielhalle meinte er, aber die ist sehr viel anders. Wo ist Irma heute? Genau, um diese Zeit bringst du mir immer mein Mittagessen. Oh, du da, bist du ein Freund von Irma? Nein? Oh, hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß, sie sieht mir ähnlich. Also, entweder sie sieht süß aus oder sie sieht dir ähnlich. Beides geht nicht. What? Moment, was ist wenn... Was wäre, wenn meiner immer etwas zugestoßen ist? Ja. Was Eltern glauben, wenn man nicht an sein Handy geht. Zu 44%. Oder was Eltern glauben, wenn man nicht an sein Handy geht. Zu 44%. Man wurde ausgeraubt und angegriffen und liegt irgendwo im Graben. Andere 44%. Man ist verletzt und schleppt sich gerade mit letzter Kraft nach Hause. 2%. Der Akku ist leer. Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte such auf Island 3 nach ihr. Boah, was ist hier auf Island? What? Ey, was? Ist das Spiel alle? Wie tief kann man noch sinken? Yo, ey. Voll die krassen Babus sind. So. Ne, Chabus, Mann. Ey, sie sagen, sie würden auf die Insel warten. Also, wo sind sie, ey? Scheiße, Mann. Ey, ist das hier einzige Island 3, Mann? Was doch aufzuwachen, bevor du... wach voll krass auf, bevor du aus dem Brauf... Du hast ein Bett kriegst, hallo, Drimann. Moment, ey, das sag ich gar nicht ich so. Hallo, was machst du verarschen? Das ist Island 2, ja? Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder vom Motorrad mit. Ey, oh Mann, ey, scheiß Penner, ey, die Inseln sind verwirrend, ey, voll shit. Ey, sieh dir das nur an, dieser Lofi hat meinen Teppich abgenutzt und hat den Ruseball hingemacht. Moment, ich fliehe nicht an. Geh nach Island 3. Was soll denn immer was zerstörst? Ah! Und das, mein Haus auf Island 3 hat ein rotes Dach. Vielleicht taucht sie hier noch auf. Da kann ich nicht weg. Da muss ich dich darum bitten. Ja, ich meine, ich wüsste doch nicht, warum man hier unbedingt... Ich meine, klar, es ist billiges Bauland, aber ich würde eher in einer größeren Region wie Island 3 mein Geschäft aufmachen und an einer kleineren wie hier leben. Es tut mir leid. Heute gibt es hier keine Spiele. Ja, gut. Kein Internet. Aber ja. Also, es ist ja alles ein bisschen lustig auf der einen Seite, aber... Okay, Kap Kante können wir jetzt noch hingehen. Da gibt es auch nicht viel, aber es gibt diese Frau hier. Ich habe die ultimative Attacke dieser Elementklasse perfektioniert. Aber wird sie in Zukunft von niemandem eingesetzt? Ah, du, das Saradaktil. Nein, ich hatte Unrecht. Oh. Also wenn man mit einem Starter bei ihr aufkreuzt, den ich gerade nicht dabei habe, und gerade ist nicht da. Es ist geil. Ist das geil, wie dieser PC, die ist ja nicht für, das ist wie einfach trollt. Aber ja, Unkraut ist nicht da, ansonsten könnte ich hier eine ultimative Attacke lernen. Funktioniert aber nicht, weil Unkraut nicht da ist. Ansonsten würde das hier laufen. Hier könnte ich Kaskade benutzen, wenn ich Kaskade hätte, auch wenn, ehrlich gesagt... Ich glaube, es etwas unnötig wäre, hier für Kaskade einzusetzen, meint ihr nicht auch? Weil man da geht's nur ganz knapp runter. Also ihr seht, wir können die Sachen hier noch ganz umrissartig machen, aber wir mussten so oder so hier hin, um dieses Event auszulösen, was für Island 3 wichtig ist, und können uns dann jetzt gleich um Island 3 kümmern. Indem wir mit dem Tripass eben uns dorthin bewegen. So, bitteschön. Und Island 3! Es ist mit Tempo 2! Moment, warum nicht 3? Weil es immer Tempo 2 ist. Achso, wow. Was geht mit den Leuten hier? Ah ja, wer bist du? Ich ruf die Polizei! Was, warum? Warum Polizei, hä? Die Lady hier ist immer Pokéballer, ja! Was
Was geht mit euch? Wir sind Motorradclub aus Godoy. Tiff, 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 Money, mein Motorrad hat einen kleinen Motor, da muss ich die Geräusche selbst machen. Tiff, tiff, bitch. What the hell? Okay, Moment. Trialanfahrt. Hey du, wie geht's dir? Gut. Und was machst du? Was ich hier mache? Naja, ich suche nach Gold. Wenn ich reich bin, kaufe ich ein Haus in Kanto. Ja, das ist Ballo natürlich schon teurer als hier, aber trotzdem, ich meine... Die Frage, was du machst, die bleibt irgendwie schon bestehen. Tri-Island, Verwandtschaft und Familienbande. Yep, Money, groß von diesem Tag und Gott, jetzt lohnt sich, shit, geil! Wow. Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Mann, ich bin gerade hier angekommen, ja, was soll denn eine feindselige Einstellung so, das ist voll negativ und so, das ist so abweisend, Mann. Deine Anhänger haben in ihrem Motorrad dann alles verwüstet, Häuser angezündet, Frauen angemacht und geschlagen. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben, hä? No, nee, Mann, ich kopiere nicht, ja, seht ihr an, wir harmonisieren uns nur am voll krass Party von. Und sonst ist dankbar sein, wenn die Schwunge diese verschlafenen Nest gebracht zu haben, so. Und wenn du willst, dass wir verschwinden, ja, dann mach halt. Feigling, ist halt nur im Rudel stark. Ja. Das werden wir uns auch noch anschauen im nächsten Part, meine lieben Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Was diesen Part, Pokémon, Blattgrün angeht, ist, wir können endlich... Ja, hier haben wir immer Internet. Hier gibt es wahrscheinlich erst so einen einzigen Hotspot, der irgendwo hinführt. Und das müssen wir natürlich ausnutzen. Der ist zwar hochgelevelt, aber ich tausche ihn trotzdem mal mit Flash aus. Und natürlich brauche ich Krabby wieder. Jetzt ist halt die Frage, soll ich hier drin lassen? Nee, ich tausche mit Nidoqueen aus. Weil jetzt habe ich ja hier die Möglichkeit, öfters hinzugehen. Und wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit. Das ist ein paar Pokémon Blattgrün. Danke für Daumen hoch. Nächstes Mal sind wir dann wieder hier. Und ja, bis dann.